Ich starte ein neues Video und weiß noch gar nicht mal so richtig, worum es gehen wird am Ende. Geht es um Lucasfilm Games? Geht es um die Scum VM? Geht es um die Roland MT32 oder die Emulation davon? Geht es um MIDI-Musik? Mal gucken, was draus wird und wir starten einfach mal. Meine Atari-Snacks sollen ja immer zeigen, was so möglich ist heutzutage. Und darum ist es immer mal wieder gut, wenn man sich zu Gemüte führt, wo man herkommt und was man damals erdulden konnte und wollte. Monkey Island, ein recht schlechter Port eines sehr schönen Spiels eigentlich. Wir hören hier klassische Atari YM-Peep-Sounds. Ich persönlich mag sie. Mal sind sie gut gemacht, mal sind sie schlecht gemacht hier. Naja, ich überlasse euch mal die Meinungsbildung. Die Farben, die Grafiken hier auch hinter den Möglichkeiten des STs zurückbleibend. Aber trotzdem war das Spiel seinerzeit spielbar. Im Spiel tatsächlich kaum Musik, hatte ich gar nicht so mehr in Erinnerung. Ich dachte, es wäre die ganze Zeit ein Hintergrundgedudel zu hören, aber dem war nicht so. Spärliche Soundeffekte, wie zum Beispiel die Tür. Und nicht unerhebliche Ladezeiten, die wir jetzt auch einmal kurz erdulden. Und auch hier keine Hintergrundmusik. Eine Farbpalette, naja, okay, halt der Atari ST mit seinen 16 Farben. Und hier mal ein Zwischenbild. Und das ist auch schon alles, was der ST bei Monkey Island 1 so bieten konnte. Kommen wir dazu, wie es heute aussieht. Neben der Tatsache, dass die Portierungen nicht ganz so klasse waren, möglicherweise war es für die Atari ST-Besitzer und Fans ja doch recht bitter, dass manche Spiele nicht mehr auf den ST umgesetzt wurden, wie zum Beispiel Monkey Island 2, hat man auf dem NST leider vergeblich gesucht, obwohl es auf den Amiga umgesetzt worden ist. Und ja, Day of the Tentacle war dann auch schon eher die PC-Zeit und nicht mehr die des STs, ist auf dem Atari also auch nicht erschienen, wie einige andere Spiele. Wer sich in der neueren Zeit mal mit den Lucasfilm Games beschäftigt hat, der ist mehr oder weniger zwangsläufig auch mal über das Wort Scum oder Scum VM gestolpert. Letztlich gesehen ist es eine Emulation, mit dem die Spiele eben auch auf den verschiedensten anderen Systemen lauffähig sind. Und es hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht, das Ganze auch für den Atari ST umzusetzen. Es gibt also eine Scum VM Lite für den Atari. Und wie schon hier zu sehen ist, Spiele wie Fate of Atlantis, Monkey Island 1 gab es, Monkey Island 2 gab es nicht. Day of the Tentacle gab es schon gar nicht und Sam und Max noch weniger. All diese Spiele sind jetzt auch auf dem Atari spielbar. Und zwar tatsächlich auf dem normalen Atari ST mit seinen 8 MHz. Wobei die neueren Spiele, die aufwendigeren Spiele, besser auf dem Atari Mega STE laufen mit seinen 16 MHz. Tja, da kam mir gerade die Bildschirmsperre dazwischen. Es sei noch hinterhergeschoben, dass das die Adresse ist, unter der ihr die Scum VM Lite für den Atari ST beziehen könnt. Ihr braucht allerdings auch zum Beispiel von GOG Games die originalen Spieleversionen, damit ihr mit den auf dieser Homepage verfügbaren Tools entsprechend diese Originalspiele umwandeln könnt in das Atari ST verwendbare Scum VM Format. Das Ganze ist nicht trivial. Man muss da ein bisschen Zeit investieren, ein bisschen lesen, ein bisschen
Herzblut reinstecken, aber dann ist es lösbar. Lass mich kurz ein, zwei Worte zu meinem Versuchsaufbau verlieren. Wir sehen hier meinen wunderschönen Atari Mega STE mit 4 MB. Wir haben natürlich auf der rechten Seite ja, den Festplattenkäfig. Da drin verbirgt sich allerdings eine Ultrasatan mit einer SD-Karte. Wir haben hier eines der Herzstücke des heutigen Videos, ein Raspberry Pi System mit einem Aufsteckboard. Und dieses Aufsteckboard tut so, als wäre es ein Roland MT32. Also das Gerät der damaligen Zeit, um mit einem guten Klang die MIDI-Files abspielen zu können. Entsprechend geht hier ein MIDI-Kabel in den MIDI-Ausgang des Mega STE. Wie gesagt, das funktioniert mit dem Atari ST ganz genauso. Wir haben ein Audiokabel von dem kleinen Lautsprecher der Bose-Box ebenfalls zu dem MT32 Emulator. Ja gut, und der Bildschirm, der ist per ST2SCART mit einem ST2SCART Kabel angeschlossen und wartet darauf, dass man aktiviert. Wichtig ist, dass Besitzer des Mega STE kurz das entsprechende Programm starten, damit auch die 16 MHz aktiviert werden und auch der Cache enabled wird. Dann läuft das Ganze nochmal so flüssig. Sorry für das Lüftergeräusch, das euch jetzt einige Zeit lang begleiten wird. Das ist einer der Nachteile des Mega. Wird aber gleich hoffentlich übertönt werden von der Musik des Spiels. So, die Ladezeiten sind etwas kürzer, weil nicht mehr Diskette, sondern SD-Karte. Dieser Grafik-Error, den bitte vernachlässigen. Und jetzt hört ihr schon was. Das ist schon ein Unterschied. Die Grafiken weichen vom Stil her ab, weil es eben die der PC-Version sind. Die Farbpalette ist nicht immer ganz so optimal. Das ist bei Monkey Island 2 deutlich besser. Allerdings im Spiel nachher sieht es schon ganz anders und auch schöner aus als hier auf dem Titelbild. Eine weitere Neuerung. Hi. My name is Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. Und zwar im ganzen Spiel. I'm over this way. Ah. Ja, hier die gleiche Szene von vorhin. No thanks. Ihr seht schon ein paar Unterschiede. Monkey Island vielleicht noch ein bisschen altbacken, so sieht es bei Day of the Tentacle schon ganz anders aus. Thank you.
Okay, ich breche die Intro mal ab, weil die ist echt lang. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. Gut, das Spielprinzip ansonsten ist das gleiche. Neat. Neat. Aha, a secret passage. This is all too easy. Mal ganz im Ernst, eine Wahnsinnszeit, in der wir leben. Und da war wieder die Bildschirmsperre. Eine Wahnsinnszeit, in der wir leben. Wahnsinn, was alles möglich ist. Man muss allerdings schon ziemlich tief runter in den Kaninchenbau, bis man alles so zusammen hat und bis es dann tatsächlich auch funktioniert. Auch dieses Roland-Emulationsboard habe ich mir nicht selbst gebaut. Das habe ich mir bauen lassen von jemandem, dem ich im Internet begegnet bin, sozusagen bei PCBWay. Kann man sowas auch kaufen, sowie auch an diversen anderen Stellen. Also wenn man Spaß hat zu basteln, dann guckt euch das mal an. Macht einen halben Spaß, wenn es funktioniert. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde Monkey Island spielen. Teil 2 auf dem ST.